Redner ist der Kollege Dr. Robis Lund, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, ich muss mich jetzt mal outen als ein großer Fan von Qualitätsmanagementsystemen. Qualitätsmanagementsysteme verbessern Prozesse, Abläufe und Fehler. Als ich vor Jahren noch meine Kassenzulassung hatte, war ich der Erste in der Region, der eine ISO 9001-Zertifizierung abgeschlossen hatte. Und das war damals nicht verpflichtend, meine Damen und Herren. Diese haben wir dann auch erfolgreich in anderen Arztpraxen implementiert. Und glauben Sie mir, aus diesem Wissen heraus kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass es nicht möglich sein wird, QM-Systeme zwischen Krankenhäusern und Arztpraxen wirkungsvoll zu vergleichen, wie es in dem Gesetzentwurf vorgesehen ist. Das streben Sie aber an, unter anderem diesem monströsen und unausgegorenen Gesetzentwurf. Nicht nur das, Sie wollen sogar die Krankenhäuser und Vertragsärzte dazu verpflichten. Das Ergebnis ist ein völlig verzerrtes Bild, das dem Patienten nicht hilft, sondern eher verwirrt. Die Patientenversorgung wird dadurch nicht wie gewollt verbessert, sondern deutlich verschlechtert. Die Fehler, die Sie mit brachialer Gewalt durch dieses QM-System beheben wollen, sind grundsätzlich systemimmanent und ein Problem des gesamten Gesundheitswesens in Deutschland. Sie machen damit hier einen zweiten Schritt vor dem ersten und führen damit das Management selbst, das eigentlich die Qualität verbessern soll, ad absurdum. Meine Damen und Herren, ich empfehle Ihnen stattdessen dringend, ein Qualitätsmanagement für die Bundesregierung einzuführen und vor allem für das Bundesgesundheitsministerium. Wissen Sie auch warum? Dies würde nicht nur die Transparenz für die Wähler erhöhen, sondern darüber hinaus auch das Chaos im Management der Corona-Pandemie endlich beenden. Denn hätten Sie, Herr Bundesgesundheitsminister, die drei Hauptwerkzeuge des modernen QM-Systems benutzt, nämlich erstens Problemanalyse, Entscheidungsfindung und drittens Lösungsfindung, dann wäre uns in Deutschland in der Tat dieses Chaos und der Lockdown komplett erspart geblieben. Qualität beginnt nämlich zuallererst mal vor der eigenen Haustür, statt woanders Fakten schaffen zu wollen. Fakten schaffen wollen Sie auch bei den Haftpflichtansprüchen der Ärzte. Hier sollen Ärzte bei Unterschreitung einer gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungssumme das Ruhen der Zulassung drohen. Wieso eigentlich? Denn in § 21 der Berufsordnung der Ärzte ist festgelegt, dass sich die Ärzte hinreichend, und ich betone hier nochmal, hinreichend gegen Haftpflichtansprüche aus der beruflichen Tätigkeit zu versichern haben. Eine einheitliche Mindesthöhe über alle Arztgruppen hinweg ist sowohl fachlich als auch sachlich falsch, da sowohl Schadenshöhe als auch Schadenshäufigkeiten in verschiedenen Arztgruppen deutlich variieren. Möglicherweise droht hier ein Verlust der Arztzulassung. In Anbetracht des Ärztemangels ist das einfach nur eine Farce und absolut unnötig. Herr Kollege Spahn, wollen Sie wirklich, dass noch mehr deutsche Ärzte ins deutschsprachige Ausland oder gar nach Übersee gehen? Oder viele Kollegen, und ich spreche denen aus den Herzen, wollen einfach nur noch weg? Warum wollen Ärzte weggehen? Weil all dies inklusive Ihres QM-Systems zu weiteren Bürokratiemonstern führt, was Sie doch gerade nicht wollen. Sie konterkarieren damit doch selbst Ihren Koalitionsvertrag, in dem Sie den Abbau der Bürokratie verschrieben haben. Und es wird sogar noch bürokratischer und chaotischer in dem Gesetzentwurf. Sie wollen bundesweit ein einheitliches Einschätzungsverfahren für die ambulante Notfallbehandlung einführen. Dabei gibt es ja ein etabliertes und langjährig bewährtes System an den Krankenhäusern. Will man hier Aktionismus vorgaukeln oder einfach nur Eulen nach Athen tragen? Wäre es nicht besser gewesen, wenn man schon was Neues machen will? Sie hätten ein
integriertes Notfallsystem erschaffen, in dem ambulante, stationäre, rettungsdienstliche und katastrophendienstliche Versorgungsbereiche als Ganzes abgebildet werden. Und daran wäre natürlich auch die Vergütung auszurichten. Und wenn wir schon einmal bei der Vergütung sind, wollen wir auch über Ihre Tarifreform bei der privaten Krankenversicherung reden. Dort wollen Sie den Notlagentarif an den Basistarif angleichen. Soweit so gut. Aber ehrlich, sollte man sich nicht viel dringender, wichtigeren Themen widmen. Dazu zählen erstens, dass Privatversicherte ihre Altersrückstellung beim Versicherungswechsel bedingungslos mitnehmen können, damit die Versicherten den Beitragserhöhungen der Versicherungskonzerne nicht alternativ ausgeliefert sind. Und zweitens, sie sollten darauf einwirken, dass nun endlich die Gebührenordnung der Ärzte dynamischer und schneller sich den aktuellen Gegebenheiten anpassen kann. Auch eine Regionalkomponente, wie beispielsweise in unserem PHP-System vorgeschlagen, wäre durchaus vorstellbar. Meines Wissens nach liegt seit 2013 dem Ministerium ein gemeinsamer Vorschlag der Bundesärztekammer und dem Verband der privaten Krankenversicherung dazu vor. Seit 2013. Dennoch lässt sich auch was Positives vermerken, Herr Spahn. Denn Sie haben es in der Tat geschafft, den Anspruch auf Vorsorgeleistungen in eine Pflichtleistung umzuwandeln. Denn gerade in Pandemiezeiten zeigt sich, wie wichtig Prävention für unsere Gesundheit, das Gesundheitssystem und insbesondere für unsere Kurortmedizin ist. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sabine Dittmar.